Hört, wie es geschah, von Isaac Asimov. Geschrieben 1978, veröffentlicht 1979. Mein Bruder begann das Diktat in seinem besten rhetorischen Stil, mit dem er die Stämme dazu zwingt, an seinen Lippen zu hängen. Am Anfang, sagt er, genau vor 15,2 Milliarden Jahren, gab es einen großen Knall und das Universum. Aber ich hatte aufgehört zu schreiben. Vor 15 Milliarden Jahren, fragte ich ungläubig. Absolut, gab er zurück. Ich bin erleuchtet. Ich kritisiere ja nicht deine Erleuchtung, sagte ich. Das ließ ich lieber bleiben. Er ist 3 Jahre jünger als ich, aber seine Erleuchtung versuche ich gar nicht erst anzuzweifeln. Niemand tut das, oder er müsste schrecklich dafür büßen. Aber möchtest du die Geschichte der Schöpfung über einen Zeitraum von 15 Milliarden Jahren erzählen? Das muss ich, sagt mein Bruder, denn so lange hat sie gedauert. Ich habe es alles hier drin, er klopft gegen seine Stirn. Und ich habe es aus allerhöchster Quelle. Doch inzwischen hatte ich meinen Griffel niedergelegt. Kennst du den Preis von Papyrus, fragte ich. Was? Er mag göttliche Eingebungen haben, aber bei so profanen Dingen wie dem Preis von Papyrus hatte er, wie ich es häufig feststellte, keine Erleuchtung. Nehmen wir einmal an, sagte ich, du brauchst für die Beschreibung der Ereignisse von 1 Million Jahre eine Rolle Papyrus. Das bedeutet, dass du 15.000 Rollen füllen musst. Du wirst also ziemlich lange reden müssen, bis sie voll sind. Und du weißt, dass du nach einer Weile zu stottern beginnst. Ich werde ziemlich viel schreiben müssen, bis sie voll sind. Und dabei werden mir die Finger abfallen. Und selbst wenn wir uns diese Menge Papyrus leisten könnten, und du einen so langen Atem hast und ich die Kraft, das Diktat durchzuhalten, wer wird das alles kopieren? Wir brauchen eine garantierte Auflage von 100 Exemplaren, ehe wir es verlegen können. Und wo wollen wir sonst die Tantiemen hernehmen? Mein Bruder dachte eine Weile nach. Du glaubst, ich sollte kürzen, fragte er. Erheblich, sagte ich, wenn du damit das Publikum erreichen möchtest. Wie wäre es mit 100 Jahren, fragte er. Wie wäre es mit 6 Tagen, sagte ich. Er fragte entsetzt, du kannst die Schöpfung unmöglich in 6 Tagen hineinpressen. Ich habe aber nur Papyrus für 6 Tage, erwiderte ich. Was sagst du nun? Ach so, sagte er und begann wieder zu diktieren. Am Anfang müssen wir es unbedingt 6 Tage sein, Aaron? Ich blieb hart. 6 Tage, Moses.